Hallo zusammen, wir sind wieder hier beim From Zero to Hero Projekt. Ja, ich habe, wie versprochen, hier schon mal ordentlich weitergearbeitet. Das heißt, wir sind im Grunde schon hier bei unserer ersten Mission auf der letzten Bahn. Ich hoffe mal, dass wir alles in den LKW noch reinbekommen. Es könnte knapp werden. Aber wir drücken mal die Daumen. Auf jeden Fall werden wir gleich die erste Mission abschließen können. Und ja, dann schauen wir mal, was dann kommen wird. So, LKW, komm ran. Ich höre dich doch. Ja, guck mal, da ist er. So, wir haben 86% geladen. Gucken wir mal, 90. Oh. Ja, doch, ich denke mal, es wird gerade so reichen. Ja, 95%. Wir dürfen eigentlich nichts verschenken, weil wir brauchen jeden Cent an Überschuss, sage ich mal, den wir hier rausholen. Na klar auch, weil der Anfang ist einfach das Schwierigste am ganzen Projekt, denke ich mal. Wieso fährst du jetzt auf die Seite rüber? Ja gut, wir werden jetzt gleich in den LKW springen, den Drescher einmal abtanken. Und dann bringen wir das Zeug weg. Wir können ja mal gucken, ob wir die Reifeisen selbst finden. So, ja, Speicher einmal. Ja. So. Ach, das ist ja einfach nur irgendwo hier runter. So. Und wegen 348 Litern. Ach komm. Weißt du was? Dann fahr du so weg. Dann fahren wir mit dem Drescher jetzt so hinterher. Ich habe nur keine Ahnung, wo es längs geht. Ah, genau, noch mal eine Runde hier. Na komm. Gib Gas, wir wollen endlich kassieren. Um dann eben auch richtig hier ins Spiel einzusteigen, wenn wir dann die ersten, ich sag mal, Düngemissionen können wir ja auch im Grunde selbst machen, weil das relativ schnell gehen wird. So, komm. Zeig mir den Weg zu Raiffeisen, bitte. Bist du dir da sicher? Ja, jetzt hängt da das Ding im Weg. Ach komm, oder steht im Weg. Ja, räumen wir auch noch weg. So, LKW, wo bist du? Ja, dann versuchen wir mal, dem zu folgen. Etwas schwierig, aber wir fahren in die komplett falsche Richtung.
Ja, es kann sein, dass Autodrive hier Einbahnstraßen hat. Aber ich würde sagen, wir werden da vorne einmal rechts abbiegen. Ja, der fährt einmal außenrum. Wir fahren hier zwischen den Feldern durch. Komm. Dann gucken wir, dass wir irgendwie zu Raiffeisen finden. Mal gucken, wer erster da ist. Gut, rein theoretisch könnte ich ihn jetzt hier auch mit Autodrive auf Raiffeisen ansetzen. Dann würde er das ja auch finden. Wir können aber auch Raiffeisen Markierung setzen. Ah ja, da vorne. Da vorne ist der Strich. Das heißt, wir versuchen jetzt wieder hier rein. Und dann hier runter irgendwie. Aber das war, glaube ich, nicht so gut. Wir müssen. Oh Gott! Meine Güte! Ja, die Kirche ist laut. Oh! Das war jetzt gerade heftig. Ja. So. Ah ja, guck mal. Wir kommen näher. Wir kreisen die Reifeisen ein. Da ist keine Einfahrt. Raiffeisen. Ja, da sind wir dann wohl richtig. Oh ja. Und hier werden wir dann wohl abladen müssen. Mal gucken, ob wir da irgendwie uns oh, ja, so hingedreht bekommen, dass wir da mit dem Rohr irgendwie rankommen. Aber ich glaube, das wird nichts. Da müssen wir, glaube ich, dann doch mal mit dem LKW dann noch einmal abladen. So, ah, guck mal, der ist auch schon da. Perfekt. Gong, ja, beim nächsten Gongschlag ist es, ich weiß nicht, wie viel Uhr. So, Dinkel. Ach so, nee, da muss ich, glaube ich. Machen wir erst die eine Ding leer und dann den anderen. So, den vorderen Tank einmal. Und dann müssten wir doch eigentlich gleich fertig sein. Ja, guck mal. Oh, wir haben das erste Geld auf dem Konto. Und gar nicht mal so wenig. Und es kommt noch mehr. So ist es gut. So können wir loslegen hier mit der ganzen Geschichte. Also der hat die 300 Liter nochmal geladen. So, abladen, nochmal Geld. 6.000 und wir kassieren ab. 10.000. Ja, haben wir 16.000 Euro auf dem Konto. So, jetzt bin ich am Überlegen. Machen wir gleich irgendeine große Erntemission?
die wir mit Curseplay laufen lassen. Würde ich fast sagen. So, Feld 71. Ah, und ich hab's wieder. Tja, das war doof gelaufen. Einmal geklickt ohne Missionsgeräte. Gut, ernten. Was haben wir denn noch? Schöne, dicke Mission. Feld 2. Raps zur Saatgutproduktion. Mit Geräte ausleihen. Diesmal. So, ja, wobei Erntemission könnte schwierig werden, weil Regen angesagt ist, aber ist egal. Ist egal. Ups. Wir müssen jetzt anfangen und mehrgleisig arbeiten. So, und da haben wir gesagt, von Feld 2 zur Saatgutproduktion. Das muss dann das da sein. So, Abfahrt. Und wir schauen uns jetzt nach einer Düngemission um. Und wir sind ja irgendwie auf der 2. Dann lass uns die hier oben nehmen. Einfach die 7 Geräte ausleihen. Dann brauchen wir ein bisschen Dünger. Ja, lass uns mal 4000 nehmen. So. Ist zwar nur ein schmaler, dünner Düngerstreuer, aber egal. Also hat nicht den breiten Aufsatz drauf. So, hier machen wir auf jeden Fall die automatische Ausbringmenge aus und machen den kleinsten Wert. Das habe ich nämlich gelernt. Dann verbraucht man auch relativ wenig von dem guten Dünger. So, und wir müssen auf Feld 7. Da lassen wir uns auch hinfahren, weil wie gesagt, wir kennen uns hier nicht aus. So, aber wir können mal schauen, wann denn der Regen kommt. Ja, da haben wir noch Zeit. 18, nee, 17 Uhr. Der braucht noch 5 Minuten zu fahren. Hier brauchen wir 4. Naja, dann lassen wir uns doch einfach mal ein bisschen durch die Gegend chauffieren. Dann hoffen wir nur, dass das Geld technisch ausgeht. Im Grunde müssen wir gucken, dass wir mit der Düngemission schnell durchkommen. Und ich sage mal auch, gerade so für Düngemission wäre es schon sinnvoll, relativ schnell auch einen eigenen Traktor mit einem Düngestreuer zu haben. Weil dann kannst du die einfach der Reihe nach abrattern, die Mission. Hier haben wir jetzt halt das Ding, wir müssen, wenn wir fertig sind, den wieder zum Shop zurückfahren, weil wir den Dünger ausladen müssen und uns dann den nächsten Miettraktor holen müssen. Aber es ist halt so und dann müssen wir damit reden. Was ist denn das hier für ein schönes Schild eigentlich? Bäckerei Schlohmann. Oh, man darf hier rein. Ja, genau, 550.000. Ja, ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen, bis wir uns an Produktion wagen können.
Aber ist halt alles irgendwie irgendwann Ziel des Ganzen. Und da bin ich einfach mal gespannt, wie sich das dann entwickeln wird. So, genau, was ich vielleicht auch noch ganz vergessen habe zu sagen, wir können hier keinen Kredit aufnehmen. Ich habe hier einen Mod mit drin, der das verbietet. Das heißt, es wird dadurch noch eine Ecke schwieriger für uns. Aber das wollen wir ja. Wir wollen es ja schwierig haben. Zumindest in einigen Bereichen. So, schaffen wir das heute noch, dass wir hier zumindest mit dem Düngen anfangen können? Ich denke mal, ja, das müsste hinhauen. Dann können wir nämlich morgen den Drescher dann aktivieren. Vielleicht kriegen wir das auch heute noch hin. Mal gucken, wie weit ist der? 2 Minuten irgendwas. Weil wir können mal gucken, wo wir da auf der Karte sind. Ich habe keine Ahnung. Ah ja, hier ist. Ach, da oben sind die anderen. Die 2 ist da und die. Ach, wir müssen auf die 7. Das ist hier das Düngefeld, das Rübenfeld. Oder was auch immer das hier ist. So, der Drescher ist aber auch gleich da. Dann würde ich den aber trotz allem doch auch schon gleich in Arbeit schicken wollen. Bekommt der seinen Cursplay-Kurs und dann kann der loslegen. Dann werden wir zusammen morgen mit dem Düngen loslegen. Der will vorbei. Komm, Abfahrer, danke. So. Dann machen wir da mal kurz 2 Vorgewände weich, das passt. So, erster Wegpunkt, los geht's. So, guck mal, der ist auch angekommen. Hier brauchen wir das aber nicht. Ich hoffe mal, dass der Dünger reicht. Sonst haben wir ein Problem. Wir fahren jetzt einfach hier oben hin, machen uns einen GPS-Kurs. Hier für das Feld. Ja, wenn man was sehen würde. Ach, da ist er. So, schön knapp. Tempomat an. Und dann gib ihm. Tja, immerhin, erstes Geld haben wir auf dem Konto. Das ist sehr wichtig. Und jetzt, ja, machen wir schon 2 Missionen parallel. Kann also nur besser werden. Oh, dann würde ich aber auch sagen, wir machen hier und jetzt erst einmal wieder Feierabend. Morgen früh geht's weiter, dann ja, düngen. Düngen, düngen, düngen. Also schaut rein, Däumchen, Kommentare nicht vergessen und dann würde ich sagen, bis dahin.